meint er. Es macht mich sehr stolz, eine Frau an meiner Seite zu haben, die ein Leadmodel ist. Und das passt auch zu mir. Weil? Ich bin ein gut aussehender Mann. Ich bin der Prinz. Ich muss eine Prinzessin an meiner Seite haben und die muss schon sehr gut aussehen. Thanks, Pia. How are you? Hi, I'm good. How are you? Nice to see you. Hi. Philippe, Oliver. Nice to meet you. Pleasure. So, das sind deine Casting-Termine. Der erste ist für ein Magazin, dann Marquis Kosmetik und Denberg Clothing. Alles klar? Okay, great. Very cool. Got it. Beautiful. Okay. Have a great day. And that's it? Yeah, that's it. Und weil der Prinz es ohne seine Prinzessin nur noch ganz schlecht aushält, geht er heute auch mit zum Fotoshooting. Die Visagistinnen Marina und Anna, beide aus zu sehen. Oliver ist gern gesehener Besuch. Oliver hat eine harte Schale, weicher Kerl. Berühmt ist, der viel Geld hat und da gibt's irgendwas umsonst. Und auf Schmarotzer habe ich keine Lust, erzählt er uns. Bei Sophia ist er dagegen sicher, die liebt mich nicht nur wegen meiner Millionen. Sophia erfüllt alle Kriterien. Sie ist sehr intelligent, sie ist sehr hübsch, sie ist einfach fantastisch rundherum. Und wir lieben uns und das ist das Wichtigste. Und das, obwohl die beiden erst ein paar Wochen zusammen sind. Davor hatte Sophias Leben übrigens nicht wirklich viel mit Luxus und Glamour zu tun. Die 19-Jährige wohnte bis jetzt nämlich